insofern ganz wichtig, dass das Geld wirklich pünktlich rausgeht, weil sie sonst dem Verkäufer gegenüber schadensersatzpflichtig machen und eben Verzugszinsen bezahlen müssen. Ja? Das ist, wenn sie einen guten Notar haben und einen vernünftigen Kaufvertrag, ist das so geregelt. Und das kann sich, je nachdem, wie es im Kaufvertrag formuliert ist, kann das auch richtig teuer werden. Ja? Die haben meistens so eine Klausel, dass sie irgendwie 6% über dem Basiszins, im Moment ist das sehr günstig, weil der Leitzins eben richtig im Keller ist, aber wir haben nochmal einen Leitzins, der war bei 5%. Und wenn sie da nochmal 6, 7, 8% draufzahlen müssen, dann sind sie bei Verzugszinsen von 13%. Und das tut richtig weh. Zumal es nicht beim Girokonto ist, vielleicht, wo es dann um 5.000 oder 10.000 Euro geht, sondern geht es eben um den kompletten Kaufpreis. Denn sie zahlen diese Verzugszinsen immer auf den kompletten Kaufpreis. Ja? Weil der Notar nicht abwickeln kann. Der kann immer nur abwickeln, wenn das gesamte Geld da ist. Selbst wenn da nur ein Cent fehlt, müssten sie praktisch Verzugszinsen. Ja, wirklich. Also sie lachen, das ist echt bitter. Wenn sie mal 200.000 mal 13% nehmen, holla die Waldfee. Ja, das sind im Jahr 26.000 Euro durch 12 Monate, das sind pro Monat über 2.000 Euro. Würde ich mir überlegen, ob ich da nicht pünktlich zahle. Ja? Gut, im Moment ist, wie gesagt, günstiger.